Hallöchen, liebe Freunde, wir sind zurück in Part City. Das erste Mal auf meinem Kanal, dass ich euch mal ein bisschen hier durch den Tag begleiten kann. Moin, Pat, hallöchen. Moin, moin. Und hast du eigentlich schon die E-Mail gelesen, die hier reingeflattert ist? Nee. Mein PC ist mal wieder nicht so auf dem Stand. Das ist aber nicht mehr normal. Irgendwann, da raste ich hier aus. Wichtig. Ja, die bauen da ja momentan oben um, wie du vielleicht gemerkt hast. Stimmt, das müssen wir den Zuschauern mal zeigen. Genau, das müssen wir dir mal zeigen. Hier wurde ein bisschen was umgebaut. Noch ganz fertig ist es nicht. Wir haben jetzt aber Security-Kräfte hier mit dabei. Und auch eine verbesserte Anlage für unsere Insassen. Sind mittlerweile noch nicht so viele, aber ich bin mir sicher, da werden ein paar hinzukommen, Leute. Wir haben hier wieder die Zahl 1000 für 1000 Likes, Leute, die ihr hoffentlich erreichen werdet auf diesem Video, denn dann werden wir weitere Part City-Videos bringen. Da ist Patrick Star noch eingesperrt hier in der Todeszelle. Das sind alles Todeszellen. Alles diese ruhigen, schwarzen Zellen ohne irgendwas mit drin. Die werden... Und jede Zelle hat einen Schlüssel zugewiesen bekommen. Genau. Das ist Zelle 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist die optimale Sicherheit, damit hier auch keiner ausbrechen kann. Und genau. Ja, wir haben jetzt heute die doppelte Dosis für euch. Also auf meinem Kanal kommt ein Abenteuer in Part City und auf dem Kanal von Pat kommt ebenfalls ein Abenteuer von Part City. Aber du hast jetzt gerade irgendwas von der Mail gelesen. Mein PC, wie gesagt, zeigt mir wieder mal nichts an. Lies mal vor, was steht denn da drin? Genau, also es ist so ein bisschen komisch, musst du wissen, aber ich lese einfach mal vor. Okay. Also der schreibt halt, hallo, ich muss euch etwas erzählen. Ich bin ein Sicherheitsbotschafter und muss euch diese Nachricht für die Sicherheit von Part City überbringen. Das ist schon ein bisschen komisch, merkst du wahrscheinlich, ne? Das klingt sehr komisch. Ja, sicher, dass es kein Spaß ist oder so? Ich dachte auch erstmal, das ist wahrscheinlich so eine Spam-E-Mail oder so, aber es scheint relativ ernst zu sein. Also, wir lesen mal weiter, ne? Ja. Und zwar schreibt er, genau wegen dieser Sicherheit kann ich Ihnen das nur verschlüsselt mitteilen. Eine gefährliche Horrorfigur hat sich heimlich in der Stadt eingenistet und niemand hat das mitbekommen. Minus 2562, also quasi minus 2562, so ist der einzige Anhaltspunkt, den ihr von mir bekommt. Den Rest findet ihr bei euch im Briefkasten und im grünen Punkt der Stadt, der mitten im Grauen liegt. Bitte helft Part City, diese Figur hat hier nichts Gutes vor und könnte die ganze Stadt zerstören. Ja. Okay. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Ich wusste gar nicht, dass wir Briefkasten haben. Ich war heute auch nicht am Briefkasten. Doch, doch, der wurde auch mit eingebaut. Vorher haben die nämlich alles immer vor die Tür geschmissen. Ja, und wenn es da mal geregnet hat. Wo sind die denn hin? Wenn es da mal geregnet hat. Ja, das. Oh, hier ist eine SD-Karte drin. Moment, die gucken wir uns gleich an. Ja, ja, die Autos, die sind auch. Wir haben hier eine Garage eingebaut, Leute. Was heißt Autos? Also, wir haben ja so eine Art Quads. Die können wir hier schön in der neuen Garage immer parken. Und sind auch von Regen und sonstigem Diebstahl geschützt. Und können das Ganze auch wieder zumachen. Also, finde ich sehr, sehr cool. Und ja, das ist auch eine Art Neuerung hier. Wie auch der Briefkasten. Und es war eine SD-Karte drin. Sollen wir uns mal anschauen, was in dieser SD-Karte drin ist? Oder drauf ist, besser gesagt. Mal drauf nachschauen. Okay, hier ist ein Bild. Hm? Okay. Hä? Warte mal, das ist der Wald. Das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der, wie ist es nochmal, Weg, Waldweg oder so? War das nicht da hinten? Waldweg, stimmt. Ist das der Wald? Am Waldweg. Da hinten steht auf jeden Fall eine Person. Ey, warte mal, siehst du das links? Links? Was ist da? Oh, das ist rosa. Was ist denn rosa? Wieso ist es denn Wald rosa? Hey, das... Ah, Patrick Stars Haus. Patrick. Ja. Okay, Patrick Stars Haus. Das heißt, wir müssen da hin. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber wir sollten wirklich vorsichtig sein, weil Waldrand... vielleicht ist es auch das, was letztens angekündigt wurde mit, das soll ein bisschen gefährlich dort sein. Ja, und da, wie gesagt, da steht eine Figur mitten im Weg. Was ist, die stand da damals noch nicht. Ja. Ich würde sagen, wir fahren mal hin, oder? Ja. Okay, der sieht aber sehr normal aus, also muss man leider so sagen. Ja, doch, guck das doch mal an. Ich würde sagen, wir, schauen einfach mal selber nach. So, schön in die Garage, dann können wir rüberfahren. Gelb ist meins, blau ist deins. Fährst du vor? Fahr nur mal vor. Okay, ich fahr vor. Ich muss tanken. Warte, ich habe noch ein bisschen Tank dabei, Moment. Achso, ich habe hier auch noch was oben. Hier sind ja noch ein paar Tankfüllungen. So. Ja, schlucken tut er gut, ne? Ja, natürlich. Warte, Achtung, Moment, ey. Ach, ich kann sogar bei dir mitfahren, merke ich gerade. Sollen wir zusammenfahren heute mal? Ja, dann fahre ich heute mal mit dir, warte. Okay, komm, fahr mal mit, steig mal hinten drauf. So, zack. Und dann nehme ich dich heute. Oh, das war knapp. dann nehme ich dich heute mal mit. So, langsam. Wir fahren jetzt Richtung Waldweg. Ja. Und, oh, es ist aber
gewöhnungsbedürftig jetzt gerade. Ich bin schon länger nicht mehr gefahren. Ja, so, ja. So, Waldweg war hier die Richtung? Oder, ne, Quatsch, das war da in die Richtung. Fahr einfach mal ab hier, würde ich sagen. Ja, Moment, ich fahre mal hier rein, damit den auch keiner sieht. So, stellen wir mal ab und dann gehen wir mal zu Fuß weiter. So, genau. Wo war jetzt das Haus von Patrick Stark? Das war, glaube ich, irgendwo ist, eher links, hätte ich gesagt. Ja, das ist ja auch seitdem unbewohnt, ne, logischerweise, weil hier Patrick links, ja... folgst du mir? ...eingeschlossen ist, ja. Hier links sollen wir entlang. Und hier war das da, Haus von Patrick. Da, ich sehe die Person. Da ist die Person. Da, ach, steht die? Da. Ah, oh, ich sehe ihn auch. Da ist ja, geh du mal Haus. Vor, ich zuck mal wie ganz heißt der denn? Ich zuck mal ganz unauffällig meinen Bogen, ja, okay? Ja, genau. Assas, der Allwissende. Okay. Ja. Ich laber den mal an. Hallo? Tust du mir was? Okay. Mehr... Aua! Du hast mich getroffen. Spaß. Oh Gott. Das hat wehgetan. Mehr als 67 kann ich euch nicht sagen. Wie? Das alles? Mehr als 67. Ich speichere das mal im Chat. 67. Also mehr meinst als du? Einsperren in den Knast kann ich euch auch nicht sagen, wenn ihr nicht mehr Infos rausrückt. Ja, der weiß aber nicht mehr. Er sagt, okay. Er weiß nicht mehr. Also, gut, ja. Dann müssen wir jetzt dem letzten Hinweis nachgehen. Zwei von drei, also insgesamt waren es drei Stück. Eine Zahl hat er uns genannt, eine Zahl haben wir jetzt rausgefunden. Oh, wir müssen in die Richtung zurückgehen. Na, ich wollte gerade sagen, du läufst gerade ein bisschen falsch. Genau. Ich ab, warte. Und der letzte, ich bin schon da. Und der letzte Anhaltspunkt, was war das nochmal? Der grüne Punkt mitten im Grauen? Ja, mitten im Grauen, genau. Ich fahre da mal hin, würde ich sagen, okay? Wenn du mal wüsstest, wo das ist. Also ich würde sagen, wir fahren einfach mal durch die Stadt. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was der Beschreibung nahe kommt. Oh, jetzt kommen wir hier nicht durch. Irgendwas in der Stadt mitten im Grauen? Irgendwas Grünes? Gibt es hier irgendwas Grünes in der Stadt? Pff, Waldweg war was Grünes, aber ich glaube nicht, dass der Waldweg ist. Aber das ist ja nicht mitten in der Stadt. Fahren wir mal weiter. Hier vielleicht im Park? Komm. Das ist doch grün. Ich weiß nicht. Bäume? Das sind die einzigen Bäume hier. Und ziemlich zentral. Ja, doch, komm. Komm, wir gehen mal durch den Stadtpark. Genau. So. Hier war ja auch Sonics Leiche. Ja. Letzte Woche. Mhm. So, und also jetzt haben wir hier ganz normal den Brunnen. Ich sehe auch nichts. Kann man hier rein irgendwie in diese Häuser? Ne, man kann nicht rein. Vielleicht kann man da durchgucken. Hier sind da Denkmalschutz, da kommt man nicht rein. Ja. Guck mal, unten im Brunnen, genau. Ist da unten was? Na, ich sehe ja auch nichts, leider. Och, Mann. Ich dachte, es wäre so gut. Oh, ich hab was. Was denn? Hier drin, guck mal. Das kann doch nur im Zusammenhang damit stehen, oder? Also, es sind auch nicht mal Koordinaten, ne? Ich hoffe minus 4303. Ja. Minus 4303. So, jetzt haben wir drei Koordinaten. Minus 2562, wenn es Koordinaten sind. Aber ich nehme mal an, 67. Und minus 4303. Wir lassen es mal in der Reihenfolge so sein. Das muss dann... Ne, Quatsch. Wenn das hier in Pat City ist, dann ist das nicht in der Reihenfolge, sondern erstmal minus 4303 und danach minus 2562. Das ist hier in der Nähe. Boah, ich weiß es nicht, ey. Minus 2562. Kommt mir gerade alles sehr spanisch vor, muss und minus, sagen. Was war das andere? 4303. Die Richtung. Das ist irgendwo hier. Pat, komm hinterher. Okay. Ich glaube, wir haben es gleich. So, minus 4303. 2562. Hier! Das ist genau hier. Denkst du, ich guck mal ganz kurz rein, aber ich sehe jetzt hier keinen. Menschen of Horrors. Oh, das fängt an zu regnen. Ja. Oh Gott. Ah, warte. Boah, ich weiß nicht, ob wir hier reingehen sollen, wenn ich ehrlich bin. Komm, machen wir. Hallo! Oh, okay, du bist... Hallo! Hallo! Ist hier jemand? Komm, lass uns wieder gehen. Da ist ein Häschen. Nein, jetzt sind wir drin. Da ist ein Häschen. Was macht hier ein Häschen? Also, das finde ich auch ein bisschen komisch. Vielleicht da oben jemand? Hier ist eine Küche. Ey! Die Küche sieht aber ziemlich... Aua, was passiert? Was passiert? Gut, ich bin in so eine komische Falle hier reingekommen. Hier steht auch, hier kommst du niemals lebend raus. Was? Kommst du an meine Hand ran? Kannst du dich rausholen? Nein, ich komme nicht ran. Oh nein. Oh Gott, und wir kommen nicht raus. Was? Wie? Hier sind Blöcke hochgefahren worden, wir kommen hier nicht mehr raus. Komm, hör auf. Nein, du lügst. Nein. Du lügst. Willst du mich hier gerade auf den Arm nehmen? Bist du wirklich eingesperrt? Ich meine das nicht. Ey, das ist nicht lustig. Komm, hol mich jetzt raus hier. Wie denn? Ja. Ich brauche irgendwas. Gib dein Bein. Da komme ich nicht ran. Und falle ich noch runter, wenn du mich ziehst. Ich kann auch nicht raus. Ich versuche hier irgendwas zu finden, Pat. Oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wie kannst du auch so unvorsichtig da hochlaufen? Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Nein, natürlich nicht. Die Falle wurde dir gestellt. Das ist ein fieser Trick. Du bist ein Profi. Das ist eine hochdurchdachte Falle. Mann, hier ist auch nichts drin. Das ist doch nicht normal. Hier ist nichts in dem... Ich weiß nicht, womit ich... Oh, hier ist noch was. Womit ich dich... Seil! Ich habe 4 Seile! Meinst du, die halten dich aus? Ich versuch's mal. Oh Gott. Seil. Komm,
Komm, zieh dich hoch. Komm. Schaffst du's? Ja, ja, und? Ja. Oh nein. Ich schaff's nicht, warte mal. Komm, komm, die letzten Meter zieh ich dich hoch. Das geht komm, so schlecht. Du schaffst das. Ja. Halt dich fest. So, und jetzt noch einmal hoch und dann nimm meine Arme. Ich zieh dich. Ah, jawohl. So, und jetzt pass auf, dass du nicht nochmal reinfliegst. Wir springen jetzt hier rüber. Wir müssen jetzt gucken, ob oben noch irgendwas versteckt ist. So, perfekt. Gut. Hier sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Düstere Bilder. Warum hat man hier sowas? Okay, wir gehen einfach mal rein. Ah! Was zur Hölle? Was? Alter. Das ist ein Gespenst. Das ist ein Psycho. Alter, weg. Was ist das? Komm raus! Lass mich in Ruhe, ihr werdet es bereuen! Wer stört mich hier? Nein! Raus! Alter, wir müssen irgendwie raus! Einen Weg finden! Hier muss doch was sein! Das ist ein verhextes Haus! Irgendwas stimmt hier nicht! Hier sind auf einmal Türen überall! Komm, hier ist ein Ausgang! Oh, ein kaputtes Fenster! Alter, oh Gott! Ich hau ab! Schnell in die zur Polizeiwache! Unser Kurt holen wir später ab! Oh nein! Oh Gott! Nicht, dass er uns hinterherläuft! Ja, in die Richtung! Wir müssen in die Richtung! Genau! Oh Mann! Komm, schlepp das Auto links! Oh, was war... Ah, ist da hier eins? Das ist gar nicht hier, nein! Oh nein, egal, wo ist denn das? Weiter, oh Gott, weiter, einfach weg, Ahnung. Einfach weg! Boah, was ist denn jetzt schon wieder los? Pat, wir müssen ihn irgendwie aus... Also... Hier links raus! Das ist doch nicht normal! Boah, Pat, was ist denn jetzt los? Ich hab noch ein Seil übrig, das ist vielleicht noch eine Art Anhaltspunkt. Vielleicht können wir da Proben nehmen oder irgendwas. So, wir müssen jetzt erstmal alles im Computer festhalten und dann können wir demnächst mal schauen. Was ging hier ab, Pat? Ich komme gerade nicht drauf klar und ich muss jetzt auch erstmal eine Runde schlafen gehen. Ja, ich schließe mal das Ding hier ab, nicht, dass die uns wieder finden. Es regnet auch. Puh! Also Adrenalin ist gerade ziemlich hoch bei mir. Falls ihr Bock habt auf die Lösung oder falls ihr Ideen habt, wie wir dieses Horror-Monster-Figur-mäßig, was auch immer es war, wie wir das stoppen können, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da. Schaut bei Crafting Pad vorbei. Wie gesagt, da hatten wir auch noch ein Abenteuer, was wir ziemlich hart durchlebt haben. Also, schaut da vorbei, lasst ein Like da und abonniert, um keine weitere Pazetti-Folge zu verpassen. Wir sehen uns morgen dann wieder. Ciao, ciao, euer Beats. Tschüss.